Naja, Team bislang noch nicht so gut, ne? Bislang noch nicht so gut. Schmeckt Lionel Messi aus dem Nichts, Alter. Ab geht's, 3-4-1-2-Formation. Baba-Formation für Baba-Drafts. Ja, na gut. Agi, der kann nichts Mittelfeld spielen. Okay, der nimmt hier leider unsere ZOM-Position weg, aber den können wir dann gleich... Warum geht denn nicht direkt im Mittelfeld? Wäre ein bisschen schöner, aber gut, wir nehmen ihn mit. Erster Icon ist da. Leute, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Falls ihr mich abonniert habt, kostenlos abonniert. Glocke aktiviert, täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid am Start. Das ist nicht so gut. Wir nehmen Beringware mit. Ja, abonniert die Glocke oder aktiviert die Glocke, Leute. Dann kriegt ihr nämlich in Zukunft immer Nachrichten, wenn die Videos online gehen. Eigentlich täglich 13 Uhr neue Videos, aber kann immer mal sein, dass zu anderen Zeiten Videos kommen. Deswegen Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wie immer, bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Wäre sehr nice. Ihr wisst es, je länger ihr die Videos schaut, desto besser für die Watchtime, desto besser werden die Videos angezeigt. Erster Team of the Arena. Sehr nice. Und das Allerwichtigste, Leute, ihr wisst es, schreibt einen Kommentar. Lasst einen Kommentar da. So würdet ihr mich sehr unterstützen. Denn auch so, je mehr Kommentare, je mehr Interaktion auf dem Video, desto besser für die Videos, desto besser werden die Videos angezeigt. Und so weiter und so fort. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, was habt ihr dieses Jahr gezogen, was war euer bester Spieler, eure beste Spielerin. Ich bin gespannt, sehr gespannt sogar, das war jetzt nicht so gut. Naja, Araujo nehmen wir mit. Und wenn ihr keine Packs zieht, könnt ihr gerne auch reinschreiben, was euer Icon-Rekord ist im Footdraft. Mein Rekord nach wie vor 10 Icons, wir versuchen es natürlich heute zu toppen bislang. Naja, sieht nicht so gut aus, aber es kann alles noch werden. Komm, wir machen mal einen Sturm. Jetzt hier irgendwie so ein Team of the Year, ja, Rooney schon mal, Mann, Kehr, ey, warum gibt's, ja, die gibt's so als 96er, ja, okay, wir haben Rooney, aber Kehr Team of the Year hätte ich natürlich schon lieber gehabt. Naja, gut, kann jetzt mal einen Innenverteidiger, irgendwie hier so ein Van Dijk wäre auch mal nice. Ich hatte noch nie, übrigens, eine andere Verteidigerin bislang im Draft als Team of the Year. Kim Min-jae hatten wir auch schon mal, ja, aber richtige Team of the Year, außer Renan. Ich weiß nicht, ey, wo sind die anderen? Wright gibt es noch von den Frauen, dann Männer haben wir einmal Van Dijk, wen haben wir denn noch? Was ist das hier, Alter? Junge. Panini nehmen wir mit. Aber irgendwie kommt immer nur Renner. Naja, Stürmer, der wird nochmal wichtig. Come on, Team of the Year oder Icon, jawohl. Ach, wir haben aber low-rated Icons bislang, Alter. Das ist ja, also ein 2,88er, einem 89er Icon. Also das ist schon echt, das war bislang Katastrophe, muss ich sagen. Drei Icons, zwei Team of the Years, geht natürlich noch schlechter, geht aber auch noch besser. Hier schon wieder die nächste Icon und wieder so ein Low-Rated-Icon. Alter, wir haben zwei 89er Icons und zwei 88er Icons. Wir stellen Barnes hier rein, dann tauschen wir mit Agi, der kann nämlich links spielen. So. Ja. Gut, pass auf, wir packen mal Banini oder wie die hieß. Ist die Banini? Ja, Banini hier raus. Ja, Team bislang noch nicht so gut, ne? Bislang noch nicht so gut. Lionel Messi aus dem Nichts, Alter. Aus dem Nichts. Das ist mir jetzt schon das zweite Mal aufgefallen, wo wir Messi bekommen haben. Immer wenn die ersten Spieler richtig, richtig schlecht sind, dann kommt Messi. Beim letzten Mal war der erst ganz am Ende erst. Also irgendwie kommt der, hat er so Bock drauf. Wenn er so merkt, Digga, nee, das läuft hier gerade in die ganz falsche Richtung, dann kommt der direkt, zack, und haut mal hier sich selber hier mit rein. Und ich sag's euch, so ein Spieler kann viel bewirken. Wenn hier Messi auf einmal im Team steht, ihr werdet jetzt ja sehen, die nächsten Spieler, die werden alle gut. Weil die wollen jetzt alle mit Messi zusammen hier im Team spielen. Hört auf das, was ich gesagt habe. Hier seht ihr es. Hier seht ihr es. Oh mein Gott, ach du Kacke. Na gut, okay. Alvarez, klar, dass der sich hier reinmogelt als Argentinier. Ja, ist natürlich klar, dass der mit Messi spielen will. Aber ich sag's euch, die nächsten zwei werden heftig. Das wären zwei kranke Icons, beziehungsweise Team of the Year. Auf Ansage. Auf Ansage. Ich sag's doch. Rimpong, Alter, da ist er. Ich sag's ja, die wollen alle... Verdammt nochmal mit Messi spielen. Oh, natürlich mit Renat und Kim Min-jae. Kann der rechts spielen? Boah, der kann sogar rechtes Mittelfeld spielen. Frimpong. Sehr, sehr nice. Gut, chemietechnisch ein bisschen broke hier gerade. Aber ja, gut, kann auch werden. 91 Wertung, gar nicht so schlecht dafür, dass wir halt echt nicht high-rated viele Spieler haben, außer ein bisschen Renat und Frimpong. Alle anderen sind unter 90, obwohl wir 4 Icons haben. Schon ein bisschen traurig. Kreuz. Leute, oh, Hansen, gib doch mal Hansen, Team of the Year, die hatte ich noch nie am Start, aber Kreuz ist okay. Leute, ich hab's euch ja gesagt. Ich hab's euch ja gesagt, dass jetzt die ganzen heftigen Spieler kommen, weil die alle mit Messi zusammenspielen wollen. Ja, wir haben jetzt übrigens schon 5 Icons. Das sah am Anfang echt katastrophal aus. 92er Bewertung sogar. Und wie gesagt, wir haben echt low-rated Spieler, also sehr viele unter 90 und trotzdem auch mal 92. Das ist nicht so schlecht. Oh mein Gott. Raspadori will anscheinend auch mit Messi spielen. Okay, das war natürlich jetzt Katastrophe.
79er, das ist natürlich, 91er Wertung, war klar, dass wir direkt runter droppen. Okay, dann muss der hier wenigstens gut werden. Come on! Ist jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht mega gut. Vivian Stott hier ist auch noch am Start. Nehmen wir Joaquin Phoenix mit. Ja gut, okay. Wir haben noch 5 Spieler. Ja, eine Icon oder so. Ein Team of 4 würde ich noch nehmen. Dann müssten wir, glaube ich, schon fast zufrieden sein. Dann die Olmo. Das sah erstmal aus wie ein Team of 4, weil es blau war. Also Team of 4 nominierten Karte. Aber habe ich dann schnell gemerkt. Nee, doch nicht. Aber okay, wir müssen dann die Olmo mitnehmen. Gut, also bunt ist das Team, kann man nichts gegen sagen. Bunt ist das Team und wir haben 4 Team of the Years. 4 Team of the Years, 5 Icons. Boah, boah, ist okay. Ist okay, eine Icon würde ich noch nehmen, ein Team of the Year würde ich noch nehmen, bin ich zufrieden. Ja, Digga. Das kann nicht wahr sein. Sakamoto und Mitoma. Eine geile Frisur hier, kann man nichts gegen sagen. Deswegen nehmen wir Zambuangisa mit. Die letzten 3. Komm, eine Icon muss noch drin sein. Oder Team of the Year. Komm, Torwart haben wir doch vielleicht gleich. Wäre noch ganz nice, eine Icon zu kriegen. Die letzten 3 Spieler wären natürlich meistens immer sehr, sehr schwach. Aber dadurch, dass die letzten 4 Spieler jetzt eigentlich alle schwach waren, die letzten 5, habe ich eigentlich das Gefühl, dass die beiden hier nochmal gut werden könnten. Ja, komm, bitte. Gönn hier nochmal eine Icon und dann gleich nochmal eine Icon im Tor. Ja, korrekt. Das ist wenigstens gut. Irene Paredes, 88 rated, ist okay. Ja, bringt uns chemietechnisch nichts. Wir könnten natürlich chemietechnisch jetzt umstellen, hier die ins Mittelfeld, dann Paredes rein und so weiter und so fort, aber ja gut, das Team ist jetzt nicht so heftig, dass wir da, wir können mal gleich vielleicht kurz schauen. Ja, naja, das war's eh, wir haben keinen Torhüter. Wir haben keinen Torhüter. Na gut, gerne mal für das Team mit Robert. Naja, auf Chemie ist das Ganze nicht ausgelegt, Leute, ihr wisst es, das Ganze ist ausgelegt auf Icons. Wenn ihr ein heftiges Chemie-Draft sehen wollt, dann schaut euch mein bestes Draft an auf meinem Kanal. Da haben wir einen 125er-Draft gebaut. 92er-Bewertung, 33 Chemie. Das war mein bestes, auch was Chemie-Technische angeht, mein Draft bislang. Alle anderen hier, ihr wisst es, wir wollten hier die Icons haben. Okay, wir haben 5 Icons, 4 Team of the Years. Boah, ist in Ordnung. Aber dafür Messi Team of the Year carried uns natürlich ein bisschen durch das Draft. Alles andere war wirklich, okay, Cruyff haben wir auch noch von Bombe. Naja, aber Messi ist natürlich schon nicht schlecht. Ohne Messi hätte ich gesagt, kein gutes Draft mit Messi. Mittelmäßiges Draft, Leute. Das war's von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Falls ihr mich abonniert habt, kostet das Abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich würde mich freuen. Wenn ihr täglich dabei seid, Leute, jeden Tag 13 Uhr neue Videos. Am besten abonnieren, Glocke aktivieren. Kriegt ihr eine Nachricht, wenn die Videos online gehen. Verpasst ihr so in Zukunft kein Video mehr. Und das Wichtigste, jetzt nochmal gerne einen Kommentar da lassen. Schreibt nochmal einen Kommentar. Denn je mehr Kommentare, desto besser für mich, desto besser werden die Videos angezeigt. Also schreibt gerne in die Kommentare, was habt ihr gezogen dieses Jahr? Was war euer bester Spieler, eure beste Spielerin? Ab in die Kommentare. Bin mal gespannt, was ihr so am Start hattet. Und wenn ihr keine Packs seht, was ist euer Icon-Rekord gewesen im Draft? Mein Icon-Rekord nach wie vor 10 Icons. Mal schauen, ob das einer von euch schon getoppt hat. Also schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Draft wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.